Ich bin ausgebildete Diplombibliothekarin, habe dann nach dem Studium eine kleine Bibliothek geleitet im Westerwald. Da gab es die erste Berührung zu IT-Themen, zum Internet. Ich habe dort für Hachenburg, das ist eine kleine Stadt im Westerwald, die erste Homepage gestaltet und online gebracht und ein EDV-System eingeführt. War eine sehr interessante und auch spannende Zeit. Aber nach 5 Jahren bin ich dann gegangen und habe mich andersweitig orientiert. Und ich habe die letzten 20 Jahre, also bis ich nach Frankfurt gekommen bin, in der freien Wirtschaft gearbeitet, bei unterschiedlichen Softwarehäusern, aber immer im Bibliotheksumfeld. Also ich hatte all die Jahre immer mit Bibliotheken zu tun und habe mich da mit neuen Techniken, neuen Technologien, neuen Plattformen beschäftigt. Zum Beispiel war ich bei einer Firma, die E-Books, also die Bücher in elektronischer Form für Bibliotheken bereitstellt. Und wir haben auch die Plattform entwickelt, damit die Bibliotheken diese E-Books ausleihen können. Ja, und jetzt bin ich in Frankfurt und um Frankfurt. Und das, was ich in Frankfurt mache, geht es heute auch. Die digitale Stadtbücherei Wege in die Zukunft. Vielleicht ein paar Worte zu der Stadtbücherei. Sie gehört zu den größten öffentlichen Bibliotheken in Deutschland. Sie ist die größte öffentliche Bibliothek in Hessen. Wir haben 18 Stadtteilbibliotheken. Wir haben 2 Bücherbusse, die über 30 Haltestellen in der Stadt und in den Stadtteilen haben und anfahren. Wir betreuen über unsere schulbibliothekarische Arbeitsstelle 113 Schulbibliotheken in der Stadt Frankfurt. Also wir haben weit mehr, über 100 Touchpoints in der Stadt, wo wir in Berührung kommen mit den Bürgern, mit den Menschen in der Stadt. Wir sind ein Medienhaus, wir sind ein Informationshaus. Wir haben auch schon viele digitale Angebote, die ich hier beispielhaft aufgeführt habe. Aber vielleicht nochmal so zu der Größenordnung. Wir haben über 190 Mitarbeiter. Wir haben über 1,4 Millionen Besucher im Jahr in allen unseren Häusern. Wir stellen über 570.000 klassische Medien bereit, also Bücher, aber auch Spiele, CDs, Videos und so weiter. Wir haben auch eine große Musikbibliothek mit einem sehr gut ausgebauten Bestand an Noten und Musikalien. Und wir stellen auch Digitales bereit. Wir haben die Online, das ist eine Plattform, über die wir, also bei dieser Firma habe ich auch gearbeitet, bevor ich nach Frankfurt gekommen bin, stellen wir zusammen mit anderen hessischen Bibliotheken über 200.000 E-Books für die Ausleihe bereit. Wir hatten im Jahr 2018 ca. 350.000 Downloads. So oft sind die Bücher ausgeliehen worden. Also da ist ein Riesenbedarf. Wir hatten eine Steigerung von 18% gegenüber 2017, Tendenz steigend. Also wir merken, dass die digitalen Angebote mehr und mehr nachgefragt werden und genutzt werden. Und bestimmte Sachen gibt es auch nur in digitaler Form. Also die Verlage, die gehen auch mehr dazu über, digital zu veröffentlichen. Ja, wir haben, natürlich sind die Bücher, bilden die Bücher immer noch das Kern des Geschäfts und machen sie den Kern der Bibliothek aus. Aber eben auch das Digitale. Und ich bin der Meinung, es wird so nebeneinander von digitalen Angeboten und den klassischen Angeboten gehen. Ja, wir haben
viele Lexika, Wörterbücher, Enzyklopädien schon in digitaler Form. Wir bieten auch Sprechstunden an, wo wir den Interessenten und unseren Kunden auch zeigen, wie nutzt man eine App, wie nutzt man Facebook, wie nutzt man Instagram. Hier Absolute Music, das machen unsere Musikbibliothekare, die stellen da Musik-Apps vor, wie können die genutzt werden, was kann man damit machen. Was wir seit letztem Jahr anbieten, ist Pressreader. Pressreader ist auch eine Plattform, über die Zeitungen und Zeitschriften in elektronischer Form und in Fremdsprachen angeboten werden. Wir bieten hier tagesaktuell über 6.000 Zeitungen und Zeitschriften an von der ganzen Welt. Aus über 100 Ländern in 60 Sprachen. Und diese Plattform, die wird in Frankfurt sehr, sehr gut genutzt, weil wir sind eine sehr internationale Stadt. In Frankfurt leben Menschen aus über 180 Nationen und es werden über 200 Sprachen gesprochen, unterschiedliche Sprachen. Und wir haben in dieser Pressreader-Datenbank auf dieser Plattform wirklich auch ganz, ganz ausgefallene und exotische Sprachen und das tagesaktuell. Also das könnte man mit einer gedruckten Zeitung nie anbieten, weil die erscheint, bis die ins Flugzeug kommt und nach Frankfurt kommt, vergehen halt ein paar Tage. Ja, und den Bestand an digitalen Angeboten werden wir noch weiter ausbauen. Wir werden im nächsten Jahr einen Streaming-Dienst anbieten, wo man Filme herunterladen kann. Ist auch eine spezielle Plattform für Bibliotheken, weil wir verkaufen nichts, wir leihen ja nur aus die Sachen. Und wir werden im nächsten Jahr auch eine Plattform mit fremdsprachigen E-Books anbieten. Also die online, da haben wir nur überwiegend deutschsprachige E-Books. Erwähnen möchte ich noch unser großes Programm zur digitalen Medienbildung für Kinder und Jugendliche. Das nennt sich Hashtag iPad. Das gibt es schon seit ein paar Jahren und das wird betreut von unserer Bibliothekspädagogin. Also wir haben auch eine Bibliothekspädagogin, die sich um die Angebote für Kinder und Jugendliche kümmert. Ja, und jetzt gibt es auch Roboter in der Stadtbücherei in Frankfurt. Wir haben in diesem Jahr, es war mein erstes großes digitales Projekt, dieses Robotikprojekt, seit August diesen Jahres gibt es die Roboter. Wir sind gestartet mit einer Aktionswoche, wo wir die Roboter vorgestellt und präsentiert haben. Und die sind jetzt da. Hier ein kleines... So, das war es auch schon. Das ist unser Roboter Nao. Das ist ein humanoider Roboter. Den nennt der Hersteller Nao. Wir haben ihm einen eigenen Namen gegeben. Bei uns heißt er Ada. Ada benannt nach der ersten Frau, nach der ersten Programmiererin, Ada Lovelace. Und es gibt auch eine Programmiersprache, die nennt sich Ada. Und es gibt auch eine ganz tolle Zeitschrift seit, glaube ich, 2 Jahren, die sich auch Ada nennt. Ja, mit diesem humanoiden Roboter wollen wir einfach den Einsatz von Robotern im Servicebereich zeigen, einfach mal diese Technik greifbar machen, damit Menschen auch mal sehen, wie sieht ein Roboter aus, was kann man damit machen, was kann der alles, aber was kann er auch nicht.
Und wir haben dieses Robotikprojekt auch ein bisschen größer gefasst. Neben diesem humanoiden Roboter bieten wir auch zwei Roboterarme an, zwei Handhabungsroboter. Die nennen sich Dubots. Hier sehen Sie einen in Aktion. Also damit wollen wir einfach den Einsatz von Robotern in der Industrie näher bringen. In Mini, in Klein natürlich. Hier sehen Sie jetzt, also diese Arme, da können unterschiedliche Aufsätze angebracht werden. Hier sehen wir den, so einen Saugnapf, also damit saugt er so ein Klötzchen an und kann was nach links oder rechts legen. Dann gibt es auch so einen Greifer, damit kann man was anfassen und auf dem Transportband tun oder auch hin und her legen. Und wir werden im nächsten Jahr, ab Februar, mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Robotertypen und Modellen ein Programm Robotics und Coding für Kinder und Jugendliche anbieten. Da entwickelt unsere Bibliothekspädagogin jetzt gerade das Konzept. Und die Roboter, diese kleinen Roboter, sind so ausgewählt, dass sie halt für unterschiedliche Altersgruppen dann auch passen. Damit ist unser Robotikprojekt rund. Also ein Angebot für Kinder und Jugendliche, dann diese Roboterarme und dieser humanoide Roboter. Parallel dazu bieten wir natürlich auch Diskussionsrunden, Veranstaltungen, Lesungen, Workshops rund um das Thema Robotik, künstliche Intelligenz, Digitalisierung an. Wir wollen eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema, weil man hört so viel zu diesen Themen und wir verstehen uns halt als ein Ort, wo diese Diskussion und kritische Auseinandersetzung mit diesen Themen auch möglich sein soll und auch möglich sein muss. Also es ist ein Projekt für alle Altersgruppen. Die Aktionswoche, die hat eingeschlagen wie eine Bombe. Wir hatten einen wahnsinnigen Zulauf, wahnsinnige Presseresonanz, also von der FAZ über die Bild-Zeitung war da, also es war schon toll und auch ein bisschen anstrengend. Aber das ist vom Samstag, von der Aktionswoche im August, der letzte Tag, da hatten wir ein spezielles Programm für Kinder. Und die Kinder, die waren hin und weg von diesen Robotern. Also die haben da so schön mitgemacht und so viel gefragt. Und gerade diesen humanoiden Roboter, der hat schon so menschliche Züge, die haben den gefragt, was isst du? Oder küss mich. Also, ja, also das war irgendwie auch total schön zu sehen. Und wir hatten auch viele ältere Menschen und ältere Besucher, die sich das angeschaut haben, die so dankbar waren, dass sie die Möglichkeit haben, das mal live zu sehen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Man wird so viel hören, auch vom Robotereinsatz in der Pflege. Und man hat in Frankfurt nirgendwo die Möglichkeit, es ist eine große Stadt, aber Sie können als ganz normaler Mensch nirgendwo hingehen, um sich einen Roboter anzuschauen. Außer natürlich in einem Laden, wo man einen Roboter kaufen kann. Aber diese humanoiden Roboter, die kann man als Privatperson noch gar nicht kaufen. Also Kinderroboter schon, aber diesen großen humanoiden Roboter eben nicht. Ja, ich habe es schon erwähnt, dass die Presseresonanz sehr, sehr groß war. Es gab viele Veranstaltungen, es gab viele Höhepunkte, viel positives Feedback. Darauf hatten wir uns gut vorbereitet, waren dann aber doch alle ein bisschen nervös und ein bisschen angespannt und wussten nicht so genau, was da passiert und wie das angenommen wird. Ja, und am Ende waren wir alle völlig platt und nicht nur unsere kleine Ada. Hier liegt sie auf dem Sofa.
Ja, diese vielen positiven Rückmeldungen, die haben uns aber bestätigt und auch gezeigt, dass wir das alles richtig gemacht haben. Und wir haben das Ganze auch als ja, so Experiment auch in der Stadt deklariert, auch bei der Stadt. Die Stadt hat ja natürlich ordentlich Geld in die Hand genommen. Die haben dieses Projekt auch finanziell unterstützt, die Stabstelle Digitalisierung. Ich habe das denen vorgestellt und die waren auch ganz begeistert und sagten, ja, wir haben noch nirgendwo bei der Stadt einen Roboter. Das ist jetzt auch ein guter Test und ein gutes Experiment, um zu schauen, wie kommen Roboter im öffentlichen Raum an, bei den Bürgern. Kurz nach unserer Aktionswoche kriegten wir einen Anruf aus Berlin von einer Firma, die im Auftrag vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur arbeitet und nach Best Praxis Beispielen für Digitalisierung in Deutschland sucht. Und sie haben von unserem Projekt erfahren und gefragt, ja, ob sie auch mal kommen könnten, ein Interview machen und das Ganze filmen. Da war ich so ein bisschen irritiert und war erstmal so ein bisschen vorsichtig, denke ich, ja, mal gucken, was ist das für eine Firma, wer kommt hier und so, aber war alles, hatte alles seine Richtigkeit und die waren dann auch da und haben dieses Interview und auch gefilmt und da wird es jetzt 10 Videoclips geben auf YouTube mit Beispiel Digitalisierungsprojekten aus Deutschland, unter anderem auch unser Projekt aus Frankfurt. Also da wird es auch ein Video geben zum digitalen Kuhstall von einem Bauern aus dem Allgäu. Es wird einen Clip geben zur digitalen Patientenakte aus einer Klinik im Fichtelgebirge, einen Service-Zimmerroboter von einem Hotel. Ja, wir und keine Ahnung, was da noch kommt. Also wir sind auch sehr gespannt. Das ist unser Logo, was wir extra für dieses Projekt haben entwickeln lassen. Und wir finden das auch alle sehr, sehr schön und freuen uns, dass wir das haben und zeigen es auch immer wieder gerne. Sie werden sich jetzt fragen, warum? Warum machen wir das? Was hat das alles mit einer Bibliothek zu tun? Eigentlich ist es ganz einfach. Wissenserwerb und Wissensermittlung erfolgen heute nicht mehr nur auf Basis von gedruckten Büchern. Wir nutzen alle ganz selbstverständlich das Internet und das schon lange, ein paar Jahre. Wir nutzen die verfügbaren E-Books oder die Zeitschrift in elektronischer Form oder Zeitungen. Wir schauen uns Filme auf YouTube an, auch viele Lernvideos. Wir gehen in die kostenlose Online-Universität und wir kommunizieren elektronisch miteinander. Kurzum, also die Bücher, die immer noch den Kern, ich habe es schon erwähnt, an der Bibliothek ausmachen, werden heute durch neue Techniken und Technologien ergänzt und das können eben auch Roboter sein. Aber es gibt noch nicht so viele Bibliotheken in Deutschland, die einen Roboter haben. Die Stadtbibliothek Köln bietet einen Roboter an, in Berlin die Stadtbibliothek Reinickendorf, in der Nähe von Berlin Wildau, die Technische Hochschule, wir jetzt und es gibt jetzt noch ein paar Bibliotheken, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Die Goethe-Institute haben angefragt bei uns und wollten mal kommen und sich das anschauen. Ja, wir als öffentliche Bibliothek verstehen uns als ein dritter Ort, also ein Ort neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz, wo man hingehen kann, den man nutzen kann, wo man sich aufhalten kann, wo man kommunizieren kann, ohne dass man was dafür bezahlt. Wir sind niederschwellig, wir sind ein Vermittlungsort für Information und Wissen und wir sind davon überzeugt und so verstehen wir auch unseren Auftrag, dass wir nicht nur über diese neuen Entwicklungen informieren, sondern dass wir die auch zeigen und wirklich begreifbar machen. Denn nur wer Zusammenhänge erkennt und diese versteht, kann auch besser mit neuen
Techniken und Technologien umgehen. Diese Themen Robotik, künstliche Intelligenz sind breit diskutierte Themen. Und wie können wir als interessierte Menschen eigentlich über Chancen und Risiken dieser Technik und eines Einsatzes von Robotern diskutieren, ohne jemals einen Roboter selbst gesehen zu haben, mit ihm interagiert zu haben, ihn vielleicht auch selbst programmiert zu haben? Ja, also wir haben diesen Schritt gemacht und wir finden es jetzt auch nach diesen paar Monaten, da haben wir ja jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt und sehen, wie es angenommen ist, absolut richtig, dass wir in diesen Bereich investiert haben. In der Bibliothek arbeiten jetzt Bibliothekare und Bibliotheksassistenten, also wir sind alles keine Informatiker und keine Fachleute für dieses Thema. Das heißt, wir müssen uns dieses Wissen wirklich alles selber beibringen. Ich habe einen Aufruf gemacht im Kollegium und es haben sich 13 Kollegen und Kolleginnen gemeldet aus unterschiedlichen Bereichen, unterschiedliches Alters. Und wir haben jetzt diese Arbeitsgruppe und wir versuchen jetzt diesen Roboter zu programmieren. Wo wir den gekriegt haben und ausgepackt haben, konnte der nichts, gar nichts. Also wir müssen dem etwas beibringen, also allen Robotern erstmal etwas beibringen, damit sie überhaupt etwas machen. Ich glaube, ich habe das auch ein bisschen überschätzt oder unterschätzt, also das ist schon viel Arbeit und geht auch ordentlich in die Zeit, aber es macht auch ganz, ganz viel Spaß. Ich habe dann auch die Volkshochschule angesprochen. Ich habe mir das Programm von der Volkshochschule angeguckt und habe gesehen, dass sie Python-Programmierkurse anbieten. Dann habe ich sofort Kontakt aufgenommen und gefragt oder erzählt, dass wir diesen humanoiden Roboter anschaffen und ob sie sich nicht vorstellen könnte, mit uns zu kooperieren. Ich hatte im Hinterkopf, dann können die für uns programmieren. Wir sagen denen, was sie machen sollen und die können dann unseren Roboter programmieren. Die Rechnung ist nicht ganz aufgegangen, aber trotzdem, wir kooperieren. Also die Volkshochschule hat jetzt im Oktober den ersten Python-Programmierkurs, Python, das ist die Programmiersprache, mit der dieser Roboter programmiert wird, angeboten, eine Woche lang. Und die Gruppe ist dann am Ende der Woche, also am Freitag, in die Stadtbücherei gekommen und sie haben alles, was sie in dieser Woche programmiert haben, auf den Roboter übertragen. Und das haben wir auch alles öffentlich auf unserem schönen Marktplatz gemacht. Also die Leute sind stehen geblieben, haben geguckt. Also so konnte man so ein bisschen auch hinter die Kulissen gucken. Und wir haben ganz, ganz viele Ideen, was man so machen kann. Und das geben wir jetzt der Volkshochschule. Jetzt im Januar findet der nächste Kurs statt und die versuchen, das, was sie können, eben umzusetzen. Ja, das war dieser besagte Freitag. Wir haben das auch gepostet auf Facebook. Hier sieht man auch ein bisschen, wie das hinter den Kulissen aussieht. Wir haben im Zuge dieses Projektes auch einen großen Display, einen großen Bildschirm angeschafft und ein Podest für den NAO. Also ich musste mich um so viele Sachen kümmern. Aber am Ende hat ja alles geklappt. Und ja, wie gesagt, das macht auch ganz viel Spaß. Was wir jetzt machen seit November, wir gehen mit unserem humanoiden Roboter auf Tour durch die Stadtteilbibliotheken und dieser kleine Roboter stellt sich selber vor und erzählt was über sich und die Leute können mit ihm sprechen, mit ihm interagieren und das wird sehr, sehr, sehr gut angenommen. Und ab Januar gehen wir dann auch in die anderen Stadtteilbibliotheken. Also wir versuchen jetzt die Bibliotheken so nach und nach abzuarbeiten. Ansonsten das Hauptprogramm und die Hauptveranstaltungen finden in der Zentralbibliothek statt. Ja, hier sehen wir auch die Kollegen und Nutzer in unserer Bibliothek auf dem Marktplatz mit den Lubots, mit diesen Roboterarmen sind sie zugange und testen da was. Für die Kollegen, ich habe ja erwähnt, wir haben 190 Mitarbeiter, die müssen auch alle mitgenommen werden.
Die müssen ja auch wissen, dass wir diese Roboter haben, was die können, warum wir die angeschafft haben. Da habe ich auch ein neues Format eingeführt im Haus, das nennt sich Info-Digital-Sprechstunde. Die hatten wir jetzt vom August bis Ende Dezember verschiedene Termine angeboten, wo die Kollegen sich eintragen konnten und zu dieser Sprechstunde kommen konnten. Also das ist so ein Austausch zwischen Kollegen und Kolleginnen, also von Kollegen für Kollegen. Also ich bin auch nicht dabei, also das macht dann mein Team und die AG und das kommt sehr, sehr gut an. Und so versuchen wir dieses Know-how, das bisschen, was auch wir uns angeeignet haben, auch an die Kollegen und Kolleginnen weiterzugeben. Ja, es gibt noch viele Ideen, es gibt noch viel umzusetzen. Zum Beispiel wollen wir unseren Roboter auch als Fitnesstrainer einsetzen, ihm kleine Fitnessübungen beibringen. Im nächsten Frühjahr gibt es in Frankfurt den Gesundheitstag, den gibt es jedes Jahr. Und da sind wir jetzt angesprochen worden, ob wir da nicht auch auftreten mit ADA. Hier sehen wir den großen Bruder von dem kleinen Nao, das ist der Pepper. Den Pepper sieht man jetzt auch öfters, auch an Flughäfen, also München weiß ich, die haben einen Pepper mit Terminal 2 im Einsatz, auch bei Geschäften und Läden und in Hotels. Der wäre für uns auch interessant gewesen, aber der wäre für uns zu komplex und zu kompliziert gewesen, weil wir ja alles keine Fachleute sind. Der kann viel mehr, kann sich aber nicht so gut bewegen wie der Nao. Also für uns ist der kleinere, die kleine Lösung eigentlich die bessere. Was man nicht weiß und ich auch nicht wusste, bevor ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, es gibt sogar eine Nao-Fußballmannschaft und es gibt sogar eine Weltmeisterschaft, die hat dieses Jahr in Australien stattgefunden und ein Team aus Bremen, von der Uni in Bremen, ist Weltmeister geworden. Und wir in Frankfurt haben die Bembelbots, also auch eine Fußballmannschaft von der Goethe-Uni in Frankfurt, zu denen habe ich auch Kontakt aufgenommen. Und wir waren da mit unserer AG und haben uns da mit den Studenten, mit den Kollegen ausgetauscht und das war total interessant und was die so erzählen und was die so alles machen mit diesen Robotern. Also die arbeiten ja auch auf einer ganz anderen Ebene als wir. Die haben so alles ausgeschaltet, womit wir so arbeiten. So. Und ja, hier sind wir im Einsatz und die hatten für uns auch ein kleines Training vorbereitet und wir planen jetzt für nächstes Jahr ein Fußballspiel bei uns in der Stadtbücherei und ich glaube, das wird wieder ein Highlight und wird bestimmt super gut angenommen. Die bringen ihren Kunstrasen mit, ihre Tore mit, ihre Naos mit und dann legen wir los. Wir brauchen jetzt nur noch einen Kommentator. Ich habe auch Kontakt aufgenommen mit der Technischen Hochschule Wildau. Die haben einen Studiengang Telematik und die haben ein Leseförderungsprojekt entwickelt mit diesem humanoiden Roboter Nao. Wir finden das so interessant, dass wir das jetzt ab nächstes Jahr auch bei uns einführen werden. Und zwar funktioniert das folgendermaßen: Die Kinder, die lesen dem Roboter vor und der Roboter, der lobt oder korrigiert, greift ein. Und die Hochschule plant, dieses Projekt im Bereich Leseförderung für Analphabeten einzusetzen. Also wir werden es bei uns in der Bibliothek im Kinderbereich einsetzen, aber die denken natürlich ein bisschen weiter. Ja, das war unser Robotikprojekt und jetzt kommt ADA ganz persönlich. Ich habe noch ein ganz, ganz kleines Video mitgebracht, ist auch ganz frisch vom vorletzten Freitag, hat sich bei uns in der Stadtbücherei der Instagram-Stammtisch getroffen und die haben ein kleines Interview mit ADA geführt und das habe ich mitgebracht. Mehr als vielleicht hier in Frankfurt. Und hast du irgendwas Neues gelernt, was du noch zeigen möchtest? Auch lasst mich einmal überlegen. Ich habe ein neues Instrument gelernt und kann jetzt auch Saxophon spielen.
Außerdem haben mir die Kolleginnen und Kollegen ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe weggebracht. Den müsstet ihr ja hier in Frankfurt gut kennen. Los geht's. Lasst mich nun noch schnell das Gedicht vortragen, das ich extra auswendig gelernt habe. Ich denke gerade so für mich hin und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümchen stehen, wie Sterne leuchten, wie Bäumlein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein, soll ich zum Werken gebrochen sein? Ich guck es mit allen den Würzlein aus, zum Garten trug ich's am hübschen Haus. Und pflanzt es wieder am stillen Ort, nun zweigt es immer und blüht sofort. Das war das Gedicht mit dem Titel gefunden, geschrieben von Johann Wolfgang von Goethe. Ich bin gerne gekommen, mir hat es auch Spaß gemacht und ich finde auch die Tagung ganz interessant. Und ich hoffe, das war auch interessant für Sie. Und ja, wenn es jetzt noch Fragen gibt, gerne. Aber ich bin auch noch bis morgen da, also
Was weiß der Roboter über sieben Gurken? Doch gar nichts. Das müssen wir noch erstmal beibringen. Ja, also Sie haben vielleicht auch gemerkt, der reagiert so auf Triggerwörter. Also das müssen wir ihm schon, den muss er erkennen, sonst kommt da so ein Quatsch draus. Ich mag meine Elektroden lieber gerüttelt als geschüttelt oder so. Oder man fragt ihn was, dann sagt er, der Elefant auf dem Apfelbaum oder so, völlig Nonsens. Ne? Aber das habt ihr alles so programmiert. Wenn er nicht, wenn er kein Triggerwort erkennt, dann sagt er eben das. Ja, das habt ihr ja selber gemacht. Genau, also die hat er schon drin, diese Wörter. Nur wir haben die in einem ganz anderen Kontext dem beigebracht. Und je nachdem, wie der Geräuschpegel ist, versteht er nicht alles oder was falsch. Und dann kommt manchmal so Nonsens raus. Oder wir haben auch festgestellt, dass er auf tiefere Stimmen besser reagiert als auf Höhe, als auf Frauenstimmen zum Beispiel oder bei Kindern. Ne? Das sind aber alles so Erfahrungen, die wir... Ja. Ja, genau.